Hier ist Ledator und herzlich willkommen zum 167. Let's Play of Leeches. Wir spielen mit Sergor und auch ein starker Spieler hier mit 2164. Woher kommt er denn? Ah, wir haben schon mal gespielt miteinander. Okay, interessant. Und okay, E4, E6, also Französisch. Und er spielt hier die klassische Variante, meine ich. Und okay, Läufer D3 an der Stelle. Ja. Ja, er hat immer diesen Abzug, ne? Das ist ein bisschen. Okay, da müssen wir doch C5 spielen. Also wenn ich jetzt hier genommen hätte auf D4, dann am Ende, dann droht er immer mit Läufer B5, Abzug und die Dame ist weg. Das sind immer so die Tricks in dieser Stellung. Aber Läufer D3 sieht irgendwie unnatürlich aus, wenn man davor noch nicht die Springer rausgebracht hat. Okay, dann gehen wir hier ein bisschen zurück. Das ist alles noch bekannt oder sollte bekannt sein. Vielleicht sollte ich A6 einstreuen, dass Springer B5 nicht geht. Ich könnte jetzt auch den Läufer zurückdrängen. Das sieht irgendwie auch interessant aus, weil wo geht er denn hin? Spielen wir erstmal A6. Spielen wir es ganz ruhig. Dame B6 hätte ich natürlich auch probieren können, aber dann droht vielleicht weiterhin Springer B5. Ist echt unangenehm. Wobei, naja, wäre sicherlich auch noch irgendwie parierbar gewesen. Hätte ich vielleicht mit. Oh, jetzt gibt er mir das Läuferpaar. Ja. Vor allem so einen starken Läufer auf D3, den nehmen wir doch mit. Und dafür geht den. Jetzt ist die Frage, erst den Springer raus. Sollte man ja eigentlich machen in vielen Stellungen. Vielleicht den Springer nach C5 gruppieren, umgruppieren und Läufer nach D7. Er möchte hier schon, ich sehe schon, er möchte irgendwie opfern, glaube ich. Aber dahin Mitteldame. Aha. Ja. Ah, er möchte B4 spielen. Er möchte B4 spielen, um einen Springer einzusparen. Das ist aber hinterhältig. Jetzt machen wir erstmal Läufer E7 und täuschen erstmal an, dass wir vielleicht rochieren wollen. Vielleicht wollen wir ja aber auch gar nicht. Das ist noch offen. Vielleicht wollen wir auch gar nicht. Aber hier. Ja, er hat Läufer nach. Ja, ich sollte hier wahrscheinlich nicht rochieren. Das ist doch zu heikel. Das ist doch etwas zu heikel. Weil er hat Läufer A6, das Opfer. Ja, da möchte man vielleicht nicht unbedingt rein rochieren. Jetzt ist die Frage G6. Kommt vielleicht trotzdem Läufer A6, wobei, ja, trotzdem Läufer A6 ist nicht so schlimm. Ich möchte dann Läufer nach D7 spielen und dann vielleicht groß rochieren oder gar nicht rochieren. Was ist mit H5? Ja, H5 sieht gut aus. Befragen wir ihn einfach mal, wo er hingehen möchte. Dahin. Dahin. Okay. Läufer D7, Läufer C6. B4 geht jetzt nicht mehr, weil ich kann da noch mich retten. Gerade so. Aber ich muss ein bisschen Auge auf das Ganze haben. Wo will denn der Springer hin? Machen wir Läufer C6. Meinen schwachen Läufer darf er gerne abtauschen. Ui. Dann macht er sich selber einen Doppelbauern. Warum? Warum? Was ist, wenn ich jetzt den mache? Dann kann er da einmal zwischenschlagen. Ja, will man vielleicht nicht provozieren. Erstmal aus der Linie raus, aber die Frage ist, wohin? Dahin, dahin. Oder H5. H5, dann geht er hier nach vorne. Möchte ich eigentlich nicht. Also mach ich Dame nach C7. Und jetzt drohe ich dann irgendwann wirklich mit dem. Oder was heißt, na, ist eine Drohung. Eigentlich ist keine Drohung. Kann er nehmen und dann. Ja, vielleicht sollte ich es gar nicht. Ich sollte gar nicht öffnen, ne? Ich sollte gar nicht öffnen. Das ist gar nicht so gut. Muss das irgendwie anders machen. Jetzt machen wir erstmal die große Rochade. König nach B1. Pardon, nach B8. Muss ein bisschen schneller spielen, weil er spielt ja wieder ganz schnell. Oder naja, relativ schnell. Jetzt kommt der Zug. Okay.
alles gedeckt, oder? Und zum Glück hat er noch einen Bauern auf der C-Linie. Wenn die offen wäre, dann wäre das sehr, sehr gefährlich. Okay, den zuerst. Ja, dann können wir jetzt einfach nehmen. Oder was machen wir denn da am besten? Oder hier nehmen wir so viele Möglichkeiten. Ja, und er möchte dann darin. Ja, das ist natürlich, das ist schon gut. Aber mein Läufer wird dafür auch aktiv. Er kann vielleicht nach H6 am Ende. Ja, okay, schauen wir mal. Ja, er nimmt. Nehme ich nochmal, dass zumindest einer dieser Springer, dieser gefährlichen Springer weg ist. Ah, und dann hat er hier noch die Gabel. Ah, jetzt langsam wird es hier ziemlich unangenehm. Okay. Den, er möchte dahin, dann vielleicht Springer zurück, um das zu decken und zu ritten. Oder B6. Ah, irgendwie geht die Stellung, gefällt mir plötzlich gar nicht mehr. Ah. Hätte ich früher H5 spielen sollen. Jetzt kann er hier natürlich einsteigen. Ja, macht er auch direkt. Der Springer ist natürlich sehr unangenehm. Ah, wie spielen wir denn da am besten dagegen? Erstmal so. Es ist alles unangenehm. Jetzt kriegt er plötzlich so einen starken Angriff. Ja, das ist Wahnsinn. Okay, dann geben wir die Qualität und den Bauern. Ist okay. Aber ich möchte jetzt nicht direkt matt werden. Jetzt kann er hier nehmen. Macht er aber nicht. Dann nehme ich den gefährlichen Springer mal raus. Ja. Ah, wieso spielen die alle so schnell? Was ist denn los? Ja, und dann gleich wieder so. Ja, da droht doch nichts. Da droht doch nichts, oder? Mein Springer ist ja auch noch drauf. Ich sehe schon, er möchte den Abzug, ja klar, aber immer dieses Angegreife. Mein Springer hält hoffentlich alles zusammen. Die Zeit ist einfach zu knapp. Was ist da? Jetzt könnte ich dann. Ich hätte auch gleich den spielen können, oder? Ja. Okay. Aha. Schnell, ich muss schnell spielen. Ich muss ganz schnell spielen. Ah. Zack, da habe ich eine Gabel erkannt. Schach und König C7. Oh. Stehe ich plötzlich besser oder vielleicht... Vielleicht auch nicht, aber ich habe keine Zeit mehr. Was? Da hängt doch einfach der Turm. Renn! Renn! Renn!
Ja, ich hab's auf Zeit gewonnen. Okay. Ja gut, die Stellung, die ist wahrscheinlich Remis, schätze ich. Oder, ja, die wird wahrscheinlich Remis sein, oder? König hier. Mein König kommt und da muss ich am Ende den Turm opfern für den Bauern. Und dann kriegt er vielleicht den Bauern, aber ich sollte das Remis halten können, oder? Moment, also König zieht zu, das ist natürlich eh total hypothetisch. Ne? Also es war einfach nur ein Zeitspiel im Prinzip am Ende. Haben jetzt angenommen, er geht dahin, ich komme mit dem König, er geht nach vorne, ich schlag raus, er schlägt raus, ich gehe dahin, oh, ich gewinne das. Er geht wieder zurück auf das Feld und dann gehe ich dahin. Obwohl, ja, nee, es wird trotzdem, er kann an den Bauern rechtzeitig ran. Ah, nee, ich hätte dahin sollen. Dahin vielleicht, dann vielleicht gewinne ich es dann. Ja, Stichwort abschirmen. Der König abschirmen, aber ja, er kann wahrscheinlich einfach warten auf H7 oder G7 und sobald ich an seinen Bauern ranziehe, dann zieht er meinen ran und dann ist in dem Moment, wo ich seinen Bauern schlage, schlägt er meinen und dann ist unzureichendes Material und Zwangsremis sozusagen. Also spannende Partie und ich hoffe, dass ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei sein werdet. Schaut euch auch gerne meine Kurse an, meine Schachtrainingskurse, wenn ihr euch im Schach verbessern wollt. Und dann hoffe ich, dass wir uns beim nächsten Let's Play wiedersehen. Bis dahin, macht's gut. Ciao.